So, einen schönen Abend wünsche ich euch. Wir haben ja jetzt richtige Ferien, Pfingstferien. Auch in den Pfingstferien bieten wir unser Livestream an. Ich muss leider zugeben, wir haben es vorproduziert, weil wir ein bisschen weg sind. Wir starten heute mit einem kleinen Spielchen wieder. Und zwar Stadt, Land, Fluss. Ich erkläre euch gleich, wie es geht. Dann machen wir heute ein Experiment. Und zwar braucht ganz sicher heute eine, entweder eine kleine Matratze oder eine dicke Decke. Denn wir versuchen heute so ein bisschen diesen Cross-Grip zu machen und da muss man ab und zu mal mitfallen. Wenn ihr jetzt einen Stein oder einen Parkettboden habt, wird das schwierig. Deshalb legt ihr ein bisschen mal eine Decke hin, mal sehen, ob das funktioniert bei euch daheim. Wir müssen alles mal testen, ist alles neu für uns. Könnt ihr auch dein Feedback geben, wie es war. Einfach eine E-Mail schreiben, ob das okay war oder nicht so okay war. Dann machen wir Würgen, Laufwürgen, Rollwürgen. Das sind dann heute unsere Bodenthemen. Und zwischendrin fallen wir dann noch so ein bisschen. Okay, so, zu dem Stadt-Land-Fluss-Thema. Ich ziehe immer einen Buchstaben und dann müssen wir 40 Sekunden lang eine Übung machen. 40 Sekunden, alles zusammen soll eine Minute sein. Jede Übung soll eine Minute sein. Also dann machen wir 40 Sekunden lang eine Übung. Innerhalb der 40 Sekunden müssen wir zwei das Ganze hier lösen. Also die ganzen neuen... Zu den ganzen neuen Begriffen hier müssen wir einen Unterbegriff finden. Wenn wir einen nicht haben, ja, müssen wir 5 Kniebeugen machen. Sollt ihr also einen von dem wissen, den wir nicht haben, innerhalb dieser 40 Sekunden, dann braucht ihr diese 5 Kniebeugen nicht mitmachen. Okay? So, dann starten wir mal. Wir starten ganz normal mit Hampelmann. Wir machen insgesamt 12 Übungen. Ich ziehe ein G. Ja. Oh. So. Seid ihr bereit? Fertig. Die Kurve kann natürlich auch mitraten. Zu zweit ist noch ein bisschen mehr. Und los geht's. Wir starten mit Hampelmann. Ein Latten G, Koko. Griechenland. Sehr gut. Eine Stadt. Gerlingen. Super. Fluss. Die Gera. Der Name? Greta. Greta. Tier. Genau. Jawohl, Pflanze. Gerbera, hab ich. Eine Frucht. Okay, Gemüse. Eine Gurke. Und eine Sportart. Ja. Sportart und Frucht fehlt noch. Was guckst du? Golf. Ah, Golf. Mit dem Schluss gar noch Golf. 5 Kniebeugen müssen wir machen. Wer eine Frucht mit Gerd? Ich habe keine. Wer muss keine machen? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Ruhig tief gehen, ja, mit dem Popo. Ihr wisst es schon. Ich habe gern, dass ihr mit dem Popo fast auf dem Boden seid. Ein E. Fertig. A. Übung. Rechtes Bein in den Arm vorne. Wir springen so. Seid ihr bereit? Ich finde es gar nicht so einfach, während der Übung mitdenken. Sehr schwer. Und los geht's. E. Koko, Land mit E. England. England. Gibt's nicht. Das ist Großbritannien. Weiter. Stadt. Nein. Also Land Ecuador. Stadt. Eltingen. Ja, es ist kein Land, es ist Stadtteil. Eltingen. Essen. Fluss. Der Ebro. Name? Elsa. Elsa. Tier? Elefant. Elefant. Pflanze? Efeu. Frucht? Ich weiß auch nichts. Gemüse? Was? Erdbeere. Genau. Gemüse mit E. Und eine Sportart mit E. Und stopp. Oh, zwei haben nicht geschafft. Mann. 10 Kniebeugen. Gemüse und Sportart. Neun, 10, fällt mir jemand ein, Gemüse und Sportart mit E. Hat jemand da? Eishockey, Sportart, Mann. Okay, nächstes. S. S. Seid ihr soweit? Oh, halt, erste Übung. Stopp. Erste Übung. Beine kreuzen.
Hier, Hampelmann. Beine immer abwechselnd kreuzen. Ja, einmal rechtes Bein vorne, einmal linkes Bein vorne. Fertig. Und los geht's. Land. Ah, Quatsch, wir gehen zu Russland. Oh Mann, Schweiz. Stadt. Ja, Fluss. Die Sahne. Name. Selina. Tier. Spinne. Pflanze. Frucht. Gemüse. Salat. Sportart. Schwimmen. Jetzt nochmal Pflanze. Oh. Mann. Pflanze mit S. Vergessen. Frucht mit S. Sandong, genau. Welche Frucht mit S? Ja, nicht. 10 Stück. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Okay, wir gehen zu den Armen und gehen auf den Bauch runter und starten mit Liegestütz und den Buchstaben M wie Michael. Einen Namen haben wir schon. So, wir machen jetzt die Liegestütze. Liegestütze heißt die Welle. Hochdrücken, runter. Fertig, los geht's. Land mit M. Land. Oh, das ist eine Stadt. Oh, weiß ich doch nicht. Land mit M. Oh. Monaco. Stadt, Mailand, haben wir schon. Fluss. Main. Ja, Main. Tier. Maus. Pflanze. Meerrettich. Ah, nee. Frucht. Gemüse. Oh Mist! Sportart! Ah, Schnabelgang! Gemüsegang! Mountainbike! Ah, oh, Mountainbike, yeah! Oh Mist! Was hat uns gefehlt? Eine Pflanze mit M, eine Frucht und Gemüse mit M. 15 Kniebeugen. Was? Ah, oh, Nova sagt Mango, genau. Mist. Das ist ganz einfach mit Zeitdruck. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Normale Liegestütze. A haben wir. Ein A. Fertig. Und los geht's. Land mit A. Ach, den Kontinent. Oh, tut mir leid. Mann, Argentinien. Stadt mit A. Allen. Genau. Fluss mit A. Die Eistor, Name mit A, Tier mit A, Pflanze mit A, die Astor, Frucht mit A, Ananas, Gemüse mit A, Sport mit A, Angeln, Gemüse, was? Sport mit Sportangeln? Gibt es gar Weltmeisterschaft im Sport an? Habe ich gesehen. War bei uns in Hamburg sogar. So, lass haben wir 5. Kniebeuge. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Puh. So, Halbzeit. Ein V. Oh Mist. Frau, so, sind wir soweit? 3. Liegestützübung, Ellbogen, Liegestütze. Fertig und los. Land Coco, Venezuela, Stadt Venedig.
Ja, Fluss. Weiß ich auch nicht. Name. Viola. Tier. Vogel. Pflanze. Weiß ich. Frucht. Feige. Ganz feige. Ja, Gemüse. Vogelbeere. Das ist keine Frucht. Sportart. Und stopp. Volleyball. Ja. Ganz schön viel. Was haben wir denn? Nee, Fungus, es gibt keine Frucht. Pflanze fehlt uns, Frucht fehlt uns, Gemüse fehlt uns. Vogel ist eigentlich auch falsch. Das ist ein richtiger Vogel. Also 4 mal 5 gibt 20. Vater, ey. Ich habe schon 100 gemacht, glaube ich. Locker über 100. Zwei, sieben. Das schon? Gut, 7. Schenken Sie später. Okay, der Zeitdruck ist so schwierig bei dieser Aufgabe. Puh. So, wir kommen zum Bauch. Wir machen ganz normale Sit-Ups. Und wir haben ein E, das hatten wir aber schon ein E, glaube ich, gell? E hatten wir schon, ja. Neuer Buchstabe. N wie Nordpol. So, fertig. Wir legen los. Ganz normale Sit-Ups. Ganz hoch kommen. Koko, N. Land mit N. Niederlande, Stadt? Nürnberg, genau. Fluss? Nil, sehr gut. Name? Tier? Jawohl, Pflanze? Narzisse? Frucht? Also schnell nett. Gemüse? Das ist ja auch nicht spannend. Boah, spannend mit N, hey. Hm. Oh, komm. Dann stopp. Mist. Also, 15. Los geht's, 15 Kniebeugen. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Huch. So, was haben wir noch? Ein A hatten wir schon. Das ist weg. E hatten wir auch schon. B. B. Okay, was haben wir gerade gemacht? Kiste wegschieben. Schiffchen auf dem Bauch, Schiffchen auf dem Rücken, Entschuldigung. Schiffchen auf dem Rücken, 40 Sekunden lang. Und los geht's. Land mit B. Jawohl. Stadt. Jawohl. Fluss. Keine Ahnung. Name. Jawohl. Tier. Pflanze. Baum ist falsch, muss noch besser, was besser sein. Keine Ahnung. Frucht. Hör mal. Gemüse! Was soll ich? Spannert! Brokkoli, gut! Spannert mit B! Oh. Basketball. Basketball, super! Jetzt brauchen wir noch Birnbaum, genau, das glaube ich, sie hat zu spät. 5! Birnbaum hat gefehlt, oder? Dann schaffen wir das, gell? Ja. Nee, Fluss auch nicht, 10! Plus 10 Stück, hab brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, puh. Nächste Aufgabe. Die haben wir schon. Den hatten wir auch schon. Wir hatten wir schon.
Ein U. Jawohl. Letzte Bauaufgabe. Nur ganz kurz hoch. Ganz kurz und schnelle. Seid ihr bereit? So, und los geht's. Land? Ungarn, gut. Stadt? Ulm, sehr gut. Fluss? Oh, weiß ich auch nicht. Name? Tier? Pflanze? Oh, Frucht? Oh, weiß auch nicht. Gemüse? Und Sportart? Oh, Mist! Fuck, hey. Mann, was hat man? Vier Stück haben wir nicht. Oh, 20. Kniebeugen. Mann. Ich dann gucke meine Hilfe. Also. Zwölf. Zwanzig. Gut. Huch. Rückenübung. Auf den Bauch legen. Und wir paddeln mit Armen und Beinen. Ein H. Ein H. Ja, mit H geht schon los. Fertig. Und los. Holland. Mit H. Na, Holland macht es nicht. Nicht Niederlande. Die Staatsmann kommen. Ja. Was haben wir? Scheiße, Fluss? Ja. Ja. Havel! Ja. Name? Helena. Helena. Was haben wir noch? Tier? Ja. Hase? Ja. Ah, Scheiße. Mach so. Pflanze? Haselnussbaum. Okay, Haselnussbaum. Frucht? Heidelbeere? Gemüse? Spanat? Handball? Gemüse? Ah. Was fehlt? Haselnussbaum. Sag mal. Gemüse. Ah, Land fehlt noch. Ah, Land und Fluss. Ja, ah, Land und Gemüse fehlt. Das ist Land mit Haar. Gibt's gar nicht. Los geht's. Jetzt. Mit H? Land mit H? Keine Ahnung. Huh! Okay. Und haben wir mal auf dem Bauch? Ah, ne. Wir halten uns so. Rechter Ellbogen, linkes Bein. Ganz gerade nach vorne. Und wir haben ein T. Haben wir schon T? Nein, ein T. Fertig? Rechter Arm, linkes Bein hoch und los. Klingt so, ich sehe es besser. Thailand, weiter. Thüringen. Stadt, ist in Thüringen. Ja. Stadt mit T. Tier. Was haben wir dann? Fluss. Tiber. Name. Tiro. Tier. Tiger. Pflanze. Weiß nicht, Frucht. Gemüse, Tomate, Spanat, Tennis, ja. Komm mal, Frucht. Ah. So. Ah, absetzen. Frucht mit Tee. Und Pflanze mit Tee, haben wir auch, ja. Traube, genau. Mist, zu spät, wieder 10. Einmal noch. Kommt auch schon im Zeitdruck. Und los geht's. Eins, zwei, drei. Letzte Frage dann. Und dann
Linker Arm, rechtes Bein hoch natürlich. 9, 10. Oh, langsam können meine Beine nicht mehr. Das vorher schon mal gemacht. E haben wir schon. K. 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 Okay. Ich tue mich wieder andersrum setzen. Ja. Seid ihr bereit? Linker Arm, rechtes Bein. Los geht's. K, Koko. Vorzehn, weiter. Stadt. Konstanz. Fluss. Weiß nicht. Name? Clara. Clara. Tier. Katze. Pflanze. Ja. Die Frucht. Kirsche. Gemüse. Kohlrabi. Sportart. Karate. Los, Pflanze. Wo noch? Kirschenbaum. Kirschbaum, okay. Was noch? Fuß mit K. Oh. Und dann. Fuß mit K. Oh. Shit. 5. Jedes Ding haben wir verloren, Mann. Los. 1, 2, 3. 4, 5. Oh, müssen wir ein bisschen üben. Gut, super. Ich freue mich wieder auf die Seite. Dann dürft ihr schnell was trinken. Holt eure Decke oder eure Matratze. Ihr habt auch Judomatten. Gibt auch die Judomatten daheim haben. Das ist unsere Schulbildung. Stadt und Fluss waren noch nie gut. Sagt die Koko. Auch kurz was trinkst du? Wir fallen wieder ein bisschen, wie ich immer sage, das, was wir im Training ja immer vernachlässigen. Jetzt können wir es ein bisschen aufholen. Wir starten gleich mit einer Kombination vom Fallen. Wenn ihr Platz habt dafür, wenn ich mache das vor zurück, Koko macht das vor zurück, Judo-Rolle vorwärts und gleich rückwärts fallen. Judo-Rolle vorwärts, gleich rückwärts fallen. Wer kann, macht eine halbe Drehung, wer geht so viel Platz hat und macht dann das rückwärts fallen. Judo-Rolle vorwärts, halbe Drehung und rückwärts fallen, wer so viel Platz hat. Okay? 30 Sekunden lang und los geht's! Nehmen wir schon die Körperspannung, halten dann auch. Kommt noch 15, rechts, links, abwechseln die Rolle, ja? Kopf nach hinten. Gut. Und stopp dann. Nächste Kombi. Machen wieder. Judo-Rolle vorwärts. Wenn wir rechts vorwärts rollen, fallen wir dann links seitwärts. Wenn wir links vorwärts rollen, rechts seitwärts. Also rechts vorwärts ist links, okay? Links, egal. Links vorwärts und jetzt rechts seitwärts fallen. Genau, gleichzeitig eine Koordinationsübung dazu. Jetzt rechts vorwärts und links seitwärts fallen. Genau. Okay, wieder eine halbe Minute. Und los geht's. Können jetzt immer hin und her machen, ja? Immer hin und her machen, Koko. Muss ich drum rumlaufen. So, gleich umdrehen. Andere Seite zurück. Gut, sehr gut. So, dann kombinieren wir noch rückwärts und seitwärts. Wir fallen einmal rückwärts, dann stehen wir auf, machen seitwärts zur einen Seite, dann fallen wir wieder rückwärts und seitwärts zur anderen Seite. 30 Sekunden wieder und los geht's. Rückwärts fallen, rechts fallen,
rechts seitwärts und links seitwärts. Rückwärts fallen, dann zur anderen Seite. Das wird das auch immer machen, bitte. Das Fallen, weil die Puppe kann euch nicht werfen. Ja? Deshalb das Fallen jetzt daheim, dass wir es ein bisschen machen, recht wichtig. Stopp. Dass ihr das nicht verlangt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, zwei Monate nicht gefallen seid, ihr kommt dann hier ins Training, dürfen wir vielleicht nach Pfingsten dann schon die Partner trainieren und ihr fallt blöd, sage ich Schlüsselbein ab oder Schulter draus, sonst irgendwas. Deshalb fallt bitte daheim. Ja? Hose bitte von mir an euch. Auch wenn es vielleicht für manche von euch lächerlich ist, bitte fallen. So, dann habe ich ja gesagt, man hat Würfe aus dem Crossflip. Nee, lass die Matte bitte da. So, ihr braucht, ihr könnt eure Matte liegen lassen. Dann da, dass ihr das besser könnt. Besser räumen könnt, bei manchen Würfen muss man mitfallen dann. Ich bin mal den Gürtel richtig von meiner Puppe. Also, Crossgrip heißt, ich greife über eine Schulter so drüber. Ja, so. Okay? So, wir starten erstmal mit dem Aushebel. Mit der Puppe ein bisschen schwierig. Ohne Werfen nochmal. Ja? Ich zeige es mal vor. Doch, die Matte können wir schon auf die Seite schieben. Fallen erstmal am Anfang nicht, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Ihr greift hier oben drüber und fällt über den Gürtel in diese Falte rein. Ja, können auch bis hier gehen, aber umso weiter, umso besser. Es ist halt enger. Ihr holt die hoch hier, zieht die hoch und dann dreht ihr ein mit zum Oshi Guma Okoshi. Und mit sonstigen anderen Techniken hochziehen, eindrehen. Hochziehen, eindrehen. Okay? Das Ganze eine Minute lang. So, und los geht's. Nee, nur zu eurer Lieblingsseite es machen. Nur zu eurer Wettkampfseite. Gehen, dann tief und auch hochziehen den Partner. Ja. Beinarme hoch, Coco. Schön hochziehen. Er muss weg im Bein vom Boden sein. Je schwerer die Puppe ist, umso besser ist das. 20 Sekunden. Beinarme hochziehen. Letzten 10. Gut. Jetzt geht ihr da nicht nur eindrehen, sondern da geht ihr auch so etwas ähnliches wie Osurugari. Ja? Das heißt, wir machen jetzt Crossgrip auf eurer Lieblingsseite. Was kommt denn hier? Crossgrip auf eurer Lieblingsseite. Und dann steigt ihr 15. Ja? Dann muss ganz oben sein, müsst jetzt immer oben halten und dann steigt ihr Osurugari durch. Ja, wieder hochziehen, Osurugari durchstecken. Crossgrip macht man oft, wenn der Partner so tief kämpft, ja, dann geht man hier so oben drüber, zack, und holt ihn dann ran. Okay, und hier dann mal Osurugari rein. Ja, Crossgrip, Osurugari, wieder eine Minute und los geht's. Schön hochholen den Partner. Ja, die Osoto. Schön den ranziehen und hochziehen. Rechts vor. Ein Sprung vor und dann zack. Thank you.
Und stopp! So, jetzt haben wir das Ganze auch zur eure Pensionage-Seite. Das macht ja im Prinzip keinen Unterschied und keinen großen Unterschied jetzt mit eurer Hand. Ob ihr jetzt euch hier unten rein quält oder hier oben drüber geht. Ja? Genau dasselbe jetzt für die Pensionage-Seite. Das heißt, der Partner weiß, ihr werft die Pon, lasst, der lässt euch hier nicht unten rein. Ihr reißt den hier hoch, Franke oben rein, eintreten. Ja? Hochreißen, Franke oben rein, eintreten. Hochreißen, Franke oben rein, eintreten. Okay? Und los geht's! Eine Minute bitte! Schön anreißen immer und ganz oben den Arm haben, ja? Ganz oben einspannen, Unterachse. Ganz eng dran. Zwanzig Sekunden. Und da schafft er nochmal als Zinn-Eindreher. Schön hochreißen. Und stopp. Gürtel wieder binden. Mit meinem Partner. Dann will ich die eng zumachen. Dann dasselbe jetzt mit Osoto. Ja, ihr geht hier oben rein, ja, nur dass ihr statt hier einzudrehen, euer Bein nach vorne holt und Osoto einsetzt. Schritt vor, zack. Hochziehen, Schritt vor, zack. Hochziehen, Schritt vor, zack. Wenn ihr einen mit Rucksack habt, macht immer fast so zu, dass ihr immer den Ding mit drin habt, den Schulgürtel mit drin habt. Dann habt ihr einen besseren Zug, als wenn ihr nur den Judoanzug habt. Ja, also fast mal so zu, dass ihr immer den Schulgürtel drin habt. Das ist ein Vorteil vom Rucksack. Ja. So, fertig, eine Minute wieder und los geht's. Kost geht drüber und also rein. Den Anreißen, hochholen, genau. Auch das ist eine gute Variante, wenn ihr schon ein paar Mal Zionage probiert habt, Partner weiß, was kommt, ihr täuscht wieder den Zionage-Zug an, ja, der hängt nach hinten, dann geht ihr oben durch und werft Osoto. Einige Sekunden noch. Auf 15. Und stopp. So, jetzt werfen wir mal so verschiedene Varianten durch. Wer jetzt keine Matratze, Rudermatte oder eine dicke Decke hat, der kann das auch im Stand werfen. Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt mal hier hübsche Schweinewolle. Ich reiße den hoch hier, spanne den ein, Crossgrip oben drüber hier. Ja, und jetzt werfe ich ihn hier einfach nach vorne runter. Geht genauso. Ja, so, wenn ihr jetzt aber eine Matratze habt oder sowas, sowas ähnliches, dann rollt ihr mal langsam mit dem Partner mit. Das heißt, ihr kriegt Crossgrip oben rein schon. Ihr habt den hier. Zieh den hoch und jetzt roll dir mit dem Partner hier so nach vorne mit. Ganz durchrollen, ja? Jetzt wie eine Judo-Rolle über den Arm, da hinten den Crossgrip macht. Okay? Als normaler Griff, euren Lieblingsgriff machen. Eure normale Auslage.
Und dann nach vorne durchrollen, eine Minute lang. Ohne Bein hochnehmen, ohne alles, einfach nur nach vorne durchrollen. Und los geht's. Eine Minute. Schön durchrollen, mit dem Partner zusammen. Könnt ihr immer hin und her machen dann auch. Ganz tief runter, dass ihr auch da aus dem Bein euch rauskatapultieren müsst. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon euer Bein nach hinten stellen. Ja, dürft ihr gerne machen. Dann seid ihr auch schön tief. Genau so. Schön tief und aus dem hinteren Bein rauskatapultieren nach vorne. Beim Kampf, denkt immer dran, ihr dürft mit dem Partner so nicht laufen. Ihr müsst, wenn ihr den Griff habt, sofort den Angriff machen. Griff rein, bam, werfen. Ganz durchrollen immer. Letzten Sekunden noch, geht nur einmal. Gut. So, nächstes Ding. Osurugari. Ja? Da könnt ihr mit fallen und gleich einen Haltegriff, einseitigen Haltegriff machen mit Arm einspannen. Ja? Also auch hier Osurugari mit mitfallen. Ich zeige es nochmal vor. Puppe fertig ist hier. Ihr müsst ja eure Puppe nochmal binden. Ihr ganz eng ran. Ja? Ich greife Osurugari an, mitfallen und gleich hier festhalten. Ja. Da liegt eine Minute wieder. Und los geht's. Vergessen, Haltegriff hinterher zu machen. Ja, die ganze durchdrehen. Genau. Und gleich wird die Position annehmen. Jawohl, genau so. Genau, ein bisschen seitlich hinstellen, genau, Seite zur Seite machen. Ja, ein bisschen seitlich werfen dann. Der Partner sich nicht so richtig bewegt. Zack, genau so, und dann festhalten. Ja, geht aus einer Seitbewegung oder seitlich stehen, geht es auch sehr gut. Dieselben Geschichten jetzt zu eurer Sionage-Seite. Ja? Auch hier wieder mitrollen, oben drüber mitrollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Bein nach hinten stellen, noch nicht mal hochheben, das machen wir gleich. Ja, so Varianten machen wir gleich, nicht mal hochheben. Aber wenn es gerne wieder reingeht, geht nochmal. Das Bein wird ganz tief, zack, trostet, ganz tief unten rein, und so raus katapultiert. Ja, dürft ihr auch. Richtig Druck im hinteren Bein machen. Und ja, nur erstmal Sionage eindrehen. Kein Osotto. Okay? Los geht's. Eine Minute wieder. Das ist die Eindreh-Variante, dann die Osotto-Variante. Fertig und los. Ja, wir machen die Sionage-Variante, das heißt, wir greifen dann behändig im Arm. Auch da, genau. Da. Ja, und da drauf lassen. Tief runter gehen. Ja, eng haben. Schön die Schulter, Schulter nach vorne und die Schulter rollen. Coco wälzt so ein bisschen, macht so ein bisschen Hubschrauber. Schauen, dass ihr richtig um die Schulter nach vorne rollt. Kopf zur Seite wie eine Judo-Rolle. Ja, schon besser. Mit durchdrehen. Muss den Handgriff machen diesmal. Und jetzt die Osotto-Variante.
Genau dasselbe, nur mit Osotto. Ihr könnt auch wieder seitlich stehen. Ja. Da wieder seitlich stehen dabei. Und los. Zeit läuft. Ja, Osotto. Und gleich auch da hier mit den Heilgriff machen. Seht ihr aber ein bisschen die Sommervariante an hier. Sehr heiß bei uns hier oben im dritten Stock. Komm, mach weiter. Guck mal, schafft in 30 Sekunden 3 Würfe. Ich erwarte von euch ein bisschen mehr. Ja? Also. Schwierig, über die Kuppe hochzuziehen, mit sehr viel Kraft. Wenn es schon mindestens, sage ich mal, in einer Minute 10 mindestens hinbekommt. So, dann machen wir eigene Varianten mit Schwungball. Mit Haragoshi-Uchimata, das kann man jetzt mit der Puppe natürlich noch schwer machen. Ja, aber jetzt können wir mal das Ding richtig hochschwingen. Ihr macht immer abwechselnd. Einmal zu eurer normalen Einbrissseite. Hier, einmal zum Arm hin. Hochziehen und dann jetzt so richtig mit dem Bein durchziehen. Und dann einmal zu eurer Positionalseite. Hochziehen, Crossgrip. Und hier auch das Bein durchziehen. Haragoshi Uchimata. Los geht's! Eine Minute abwechseln! Ja, und schön mitrollen. Wie eine Judo-Rolle auf die Schulter. Rollen, rechte Schulter rollen. Wie gesagt, wenn ihr trollen könnt, weil ihr einen zu harten Boden habt, erst im Stand. Geht auch, ist ein bisschen unkontrollierter wie der Puppe. Und stopp. So. So, das Thema Crossgrip heute. Im Stand. Versuchen wir immer so ein bisschen ein Thema in einem Training so ein bisschen aufzufrischen. Ja, für die 15 war das vielleicht so ein bisschen neu wieder. Ist ja nicht schlecht, könnt ihr ja immer wieder angucken. Schaut es euch an, wiederholt es nochmal. Das ist besser als im Training. Ihr könnt es jetzt jeden Tag daheim üben, was ihr früher nicht konntet. Könnt ihr jetzt jeden Tag daheim das nochmal durchmachen. Wenn ihr ein bisschen vorankommen wollt, sollt ihr das machen, dass ihr wieder richtig trainieren könnt. Hoffe ich mal in 2-3 Wochen, dass ihr wieder ein bisschen mit Partner oder hier drin wieder trainieren könnt, dass ihr die Bewegungen drin habt und ihr wisst, von was ich rede. Okay. So, für die 15 jetzt das Bodenthema. Nicht so wichtig. Ja, weil es geht um Würgen. Wir machen unsere zwei Hauptwürgetechniken. Laufwürgen und Rollwürgen machen wir. Rollwürgen wird ein bisschen schwierig, weil die Puppe keine Bank machen kann. Aber es funktioniert trotzdem. Ich habe es probiert, es geht. Muss halt ein bisschen improvisieren. So, und man das Laufwürgen. Die Puppe liegt auf dem Bauch. So, und ihr greift von hinten die Puppe mal an, versucht so eine Art Dreher zu machen, ihr reißt ihn hoch, bringt euren Arm rein und geht mit dem Arm auf die andere Seite rüber. So sieht das aus. Ja? So. Okay. Das ist jetzt hier unterm Arm drunter. Dann kippt den nur mal an. Kippt den an
dass ihr ein bisschen Platz habt und steckt sofort die andere Hand in die andere Richtung rein. Ja? Ihr täuscht im Prinzip, macht eine Rechts-Links-Kombination und jetzt seid ihr oben drin. Jetzt lasst ihr den wieder zurück und er sagt, boah, super, ich bin wieder zurück. Jetzt packt ihr diesen Arm. So ein bisschen biegen hier. Jetzt packt ihr diesen Arm so. Geht nach vorne in eine käsige Thermalposition und dann lauft ihr los. Eine Runde reicht. Zack. Okay. Also täuscht eine Umdrehtechnik an. Ihr reißt den leicht hoch, schiebt euren Arm hier unten rein, packt das Revers, kippt ihn an und sofort den ankippen, geht mit der anderen Hand rein und wechselt das Revers üben, auf die andere Seite. Lasst den wieder zurück. In der Zwischenzeit packt ihr diesen Arm hier. Wenn er zurückkommt, die meisten verteidigen ja sowieso ihr Revers hier, packt ihr diesen Arm. Geht nach vorne in eine Käsegatame-Position, zieht hier zu und lauft eine Runde. Mit Popo ganz weit vorne sein, das heißt, ihr bei eurer Hand mit Popo sein. Ja? Und dann lauft ihr eine Runde. Okay? Eine Minute lang. Okay? Ihr solltet einen Kopf und eure Puppe haben, sonst ist diese Übung schwierig. Fertig. Und wir starten. Los geht's. Kurz anreißen, ankippen. Hand wechseln ins Revers. Zurück den Arm holen. Zum Käsegatame raus. Auf die andere Seite. Vor den Arm und jetzt eine Runde laufen. Ah. Schön den Popo im Unten lassen, den Kopf im Popo da dagegen schieben, gegen den Widerstand. Nochmal, zack, genau. Ankippen, Hand wechseln. Arm holen. Seite wechseln und los geht's. Ankippen, Hand wechseln, zurücklassen, Arm holen und loslaufen. Gut. Dann jetzt spielen wir die Hauptsituation nach, wie das funktioniert. Und zwar, ein Partner will mich jetzt tief ins Senage werfen. Das heißt, ich habe den hier am Revers. Der dreht tief ins Senage ein und fällt nach vorne. Bumm. Jetzt habt ihr ihn hier, ihr springt nach vorne, über den Arm drüber, hier hin. Holt euch die Beine, so, könnt ihr auch ruhig einen Einbeinigen da nehmen, ja. Und jetzt lauft ihr dann zusammen, ist er so, ist er mit dem Kopf, sein Fußboden und zieht zu. Also wir spielen, Szenario-Angriff, hopp, der tritt ein, meine Hand ist hier vorne, ich blockiere, der fällt runter. Auf den Bauch. Ich springe nach vorne, an den Kopf ran. Ja? Und zwar auf die Seite, wo der Arm drin ist. Nicht auf die andere. Die Seite, wo der Arm drin ist. Dann packe ich mir das Bein, Ellbogen hier so rein. Nicht einfach nur so machen. Dann sieht, dass der Ellbogen hier so drin ist. Dann seid ihr ein bisschen fester. Aber in die Hose ab. Und jetzt lauft ihr, dass dein Kopf sich zum Bein hin bewegt und zieht. Okay? Ob die Kugel das hinbekommen. Ja. Der dreht hier Nagel ein, fällt nach vorne, ihr springt vor an den Kopf, Bein packen, Ellbogen nach vorne und hinlaufen, dass der Kopf zum Bein geht. Jawohl. Gut, eine Minute. Fertig und Zeit läuft. Immer in die Richtung springen, wo ihr den Arm so drin habt. Denkt da, dass ihr auf die rechte Seite macht. Ja? Ob ihr im Revers fasst normalerweise, da macht er den Szenario auch hin. Wenn ihr Linkskämpfer seid, dreht ihr dann links vom ein. So, genau.
Die Parteien das hauptsächlich üben, wo ihr auch um Relais fasst. Und zack, fällt nach vorne, vorbei. Und Beine packen, das läuft ja mit. Genau so, super. Sehr gut, 10 Sekunden noch. Ruhig mit dynamischer, dann kannst du ruhig mal so runterstürzen. Gut. Okay. Und ja, ein bisschen schneller mit dir machen, ja, dem tut nichts weh, wenn ihr da drauf springt. Ja, denn schmiegt euer Partner, der sagt, so voll auf. So, Rollbogen. Ja, Rollbogen. Machen wir so ähnlich. Partner liegt schon da, wir fangen erstmal so an. Ihr kommt von der Seite, habt hier eure Hand am Revers, ihr könnt auch nochmal reinarbeiten, so wie vorher. Ja, können da unten durchgehen, können ankippen hier, wollt umdrehen, jetzt legt eure Hand hier hin, der geht wieder zurück, dann ist da so die Position. Jetzt geht ihr mit dem Bein, was unten am Fuß ist, drüber, können den Hüftanzug packen, normalerweise packt das Bein, so, und jetzt macht ihr einen Purzelbaum vorwärts, ja, schupp, den Kopf unten rein, so. Und jetzt Beine über das Ding drüber und hier zuziehen. Ja, Beine über die Schulter drüber, so man fest hat. Und zuziehen, Beine festhalten. Dass er so ein bisschen wie ein U ist. Okay? Noch einmal. Ich starte mir das so ein bisschen wie vorher. Meistens geht es aus einer Übergangsstand-Bodensituation. Selten geht es aus einer Boden, aus einer Standard-Bodensituation. Mach es nochmal. So kurz ankippen. Zack. Hier festhalten, dann lasst ihr wieder zurückdrehen. Jetzt hier Bein drüber. Anheben, normales packt ihr die Hose. Bein unten drunter, Kopf unten drunter rollen. Jetzt Schulter fixieren. Und ab geht's nach hinten. Gut. Wieder eine Minute. Und dann machen wir die Übergangsstand-Boden-Situation. Fertig. Und los geht's. Genau wie vorher. Kurz ankippen. Dann geht zur Seite hin, packt seine Beine. Rolle machen. Beine für die Schulter. Und nach hinten ziehen, durchziehen. Genau. Die Beine packen. Ja, schon mal. Und ins Büro. Ja, wechseln. Dann drüber. Ja, und Kopf unten rein. Drüber rollen. Und abwürgen. Genau. Und noch fertig machen jetzt die Technik. Gut. So, jetzt machen wir es wieder als Übergangsstand Boden. Partner dreht wieder das Seonage ein. Nehmen wir die Puppe. Hopp, der dreht rein. Landet so. Ich habe ihn hier. Packt die Hose. Bein drüber. Packt die Hose. Und jetzt mit dem Kopf hier unten reintauchen, wie ein Purzelbaum. Ja? Wie ein Purzelbaum, Kopf unten rein, Bein drüber und abwürgen hier. Ja? Hier muss Bein drüber, dass ich nicht wegdrehen kann. Abwürgen. Sag es noch einmal. 15er ist ein bisschen neu. So, dreht sich mal die ein, immer in die Gewehrrichtung. Zack, fällt runter, auf die Knie, ich steige sofort drüber, nimm mir die Hose, zieh ihn hoch und tauche den Kopf unten rein. Ich sage immer, ihr müsst den Bauchnabel anschauen können. Ja? Kopf unten rein, rollen. Hier. Bein drüber und ab. Okay?
Eine Minute, letzte Minute. Fertig. Und los geht's. Bein rüber, abwürgen. Gehen wir mal zum Würgen. Müsst ihr eine richtige Faust machen am Revers. Nicht so ein Entenschnabel, sondern richtig reinkrallen. Umso fester ihr seid, umso schneller kommt die Würgetechnik. Auch das ist ein bisschen komplexer, diese Technik, auch vor allem für die U15er. Ja, guckt sie euch nochmal an. Macht sie nochmal durch. Immer wieder, das sind bisher die zwei meistgemachtesten Würger bei den Wettkämpfen. Ja, es gibt kaum Würger, die annähernd an die rankommen. Gut, und stopp. Ja. Dann, am Schluss noch, werfen wir wieder unsere Lieblingspuppe in unser Morro de Sionage. Das heißt, anreißen, eindrehen. Ohne die Beine zu bewegen. Ja, eindrehen, anreißen, werfen. Wir anreißen auf den Rücken, den Oberkörper wieder mitdrehen und dann werfen. Bam! Auch nach hinten gucken. Dass nochmal Bauch und Rücken richtig belastet werden. Jetzt zack rum. Bam! Und richtig reinballern. Eine Minute lang. Fertig. Und Morro de Sionage oder Tsurikomigoshi. Los geht's! Richtig drehen. Oberkörper. Weiter. 10 Sekunden rum. Den Kopf drehen, nach hinten gucken. Weiter. Mit Schwung nach vorne. 20 Sekunden rum. Komm schon, durchhalten. Weiter. Los geht's. Halbzeit, 30 Sekunden. Körper drehen, jetzt nicht schwächeln. Immer drehen. Drehen, nach hinten drehen, Koko. Komm, dreh links so. Dreh deinen Oberkörper. Dreh ihn. 15 Sekunden. Komm, ich halte es noch raus. Los, mach dich völlig platt hier. Und noch 10. Du schaffst du noch. Jawohl, weiter. Arm nehmen, die Pensionage. Und stopp. Gut. Sehr schön. So, dann dehnen wir uns noch. Wir knien sie es mal hin zu uns beim Dehnen. Nehmen die Hände nach hinten und drücken unsere Oberschenkel nach oben, Bauch nach oben. Spannung hier in den Oberschenkel. Ja? Los geht's. Ab nach hinten, Popo hoch. Und schön die Oberschenkel nach oben. Wir haben vorher ziemlich viel Kniebeugen gemacht, merke ich. Oh, das ist ganz schön gespannt. Schaut, dass ihr nicht die Fußsohlen übereinander legt, sondern die nebeneinander. Schön hochdrücken, noch halten. Können wir mal nachdrücken, Coco. Jawohl. Sehr gut. Dann setzen wir uns nach vorne. Beine lang. Und wir gehen den Bauch und den Kopf Richtung Knie. Gut. Gehen wir in den Hüttensitz. So, mal ja nicht so dolle. Trotzdem machen wir das. Wir drehen uns nach hinten, so dass die Spannung hier im Oberschenkel wieder ist und auch über den Adduktor nach oben geht. Der Kern kann sich auch ein bisschen nach hinten ablegen. Gut, dann gehen wir nach vorne, den Kopf zum Knie runter. Schaut, dass der Fuß halbwegs gerade ist, wenn er das macht. Und die Seite abknicken. Das
Merkt erst die Spannung, wenn der Fuß gerade ist. Dann geht es in die Kniekehle unten rein. Zweite wechseln. Öffnen Sie jetzt nach hinten. Und nach vorne, schau, dass der Fuß wieder gerade ist. Halbwegs, bei dem Fuß schaffe ich es gar nicht mehr. Der Po kriegt es hin. Gut, dann legen wir uns auf den Bauch. Arm seitlich raus. Und wir drehen uns auf die eine Seite. Erst lange Arm machen, abbeugen tun wir nachher. Erst einen langen Arm machen. Gut, dann zurück und den Arm abbeugen und dann hochgehen. Ihr merkt, es geht gar nicht mehr so weit. Hier geht es mir auf die Brust. Und Seite wechseln. Arm abbeugen. Gut. Und nochmal die Gegenbewegung. Arme rein, durchstrecken, ganz lang machen. Dann wechseln. Gut, Hände in den Kopf, Kinn auf die Brust. Sehr gut. Haben wir die Fangübung noch? Komm, einmal die Fangübung. Schadet euch auch nicht. Auf den Bauch liegen, Hände in den Rücken zusammen. Ohne Hände aufstehen. Ich habe mich alle gefangen und gefesselt. So. Jetzt über den Popo nach unten. Bein durch. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja. Wir haben noch eine Woche Ferien danach. Nächste Woche Live-Training. Dann schaut bitte eure E-Mails an. Nächste Woche auf jeden Fall. Ob wir neue Bestimmungen haben, was wir danach machen dürfen. Steht alles drin. Vielleicht können wir uns hier schon treffen. Ich hoffe mal, dass wir uns dann hier schon treffen können. Alle zusammen. Sonst ein Like ist. Ja, abonniert den Kanal, teilt ihn mit Kumpels. Das können alle mitmachen, die wollen. Noch, solange wir das noch haben. Ja. Tschüss, ciao, bye bye. Bis nächste Woche.